Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Wort zum Freitag. Das seht ihr hier hinter mir, meinen kleinen Skoda, das elektrische Fahren, also Fahren mit Elektrofahrzeugen, Heizen mit Wärmepumpen und die Stahlherstellung mit Hilfe von Wasserstoff. Das soll alles in Deutschland jetzt Normalität werden, also raus aus der Nische, raus aus dem Versuchsstadium und rein in die Normalität. Und ich stehe hier an einem Zeichen dieser sozusagen neuen Normalität, nämlich an einer dicken Windkraftanlage. Die hier hat zum Beispiel eine Leistung von über 5 Megawatt. Und hier im Hintergrund, da könnt ihr hoffentlich erahnen, da seht ihr schon diesen halben Turm zu stehen und den Kran könnt ihr daneben sehen, die zwei Kräne. Also hier wird sozusagen das umgesetzt, was unser neuer Bundeswirtschaftsminister und Klimaminister Robert Habeck gestern in der Eröffnungsbilanz für die Energiewende in Deutschland vorgestellt hat. Und ich möchte mit euch jetzt mal dieses Dokument, was dahinter steckt, mal durchgehen. Allerdings möchte ich es ein bisschen anders machen. Und zwar möchte ich nicht einfach nur irgendwelche Zahlen nennen, sondern mit euch einfach mal darüber nachdenken, was das eigentlich alles für uns zu bedeuten hat. Und dazu lade ich euch ein, setzt euch hin. Es dauert vielleicht einen kleinen Augenblick länger als sonst üblich für die Videos Wort zum Freitag. Viel Spaß dabei. Tja, und jetzt sitze ich hier und versuche jetzt mal für euch hier die Auswirkungen dieser Eröffnungsbilanz von Minister Robert Habeck mal ein bisschen dahingehend zu beleuchten, was das denn jetzt eigentlich für Auswirkungen für uns hat. In der Zwischenzeit sind ja schon einige Kommentare dazu erschienen, zum Beispiel im Podcast von Professor Claudia Kempfert, die sehr positiv waren. Auch von anderen Seiten her gab es eigentlich sehr positive Kommentare dazu. Die Frage ist jetzt nur, was bedeutet das konkret tatsächlich für uns? Und das will ich jetzt versuchen, mal ein bisschen zu erläutern. Also zunächst mal ist ganz klar, wir haben hier ein Totalversagen im Prinzip in allen Sektoren festzustellen. Und das wiederum bedeutet, dass wenn wir tatsächlich diese Ambitionen erreichen wollen, diese Ambitionen haben, diese Reduktionsziele zu erreichen, dann wird das Auswirkungen für uns alle haben, und zwar in sämtlichen Sektoren unseres Lebens. Das heißt im Bereich Wohnen, im Bereich Mobilität, im Bereich Konsum, im Bereich unserer Arbeit, Bildung und alles, was so mit dazu kommt. Eins ist auch klar, Klimaschutz wird viel, viel Geld kosten. Aber keinen Klimaschutz zu machen, wird noch viel, viel teurer werden. Ich gebe mal ein paar Beispiele darum, warum das so ist. Da haben wir zum Beispiel die Verpflichtung für Deutschland, bei Nicht-Einhalten der Reduktionsziele Zertifikate nachzukaufen, was viele hunderte Millionen Euro kosten wird. Da sind zum Beispiel Versicherungsschäden, die auftreten. Da sind zum Beispiel Hilfen für Länder, die vom Klimawandel sehr stark betroffen sind. Das sind auch Ausfälle in der Wirtschaft, Ausfälle beim Konsum. Alles dieses sind letztlich Kosten, die wir zu tragen hätten, wenn wir nichts tun. Und alles, was wir tun, sollten wir vielleicht eher als Investitionen in die Zukunft, in kommende Generationen ansehen, als in belastende Kosten, auch wenn es vielen von uns im Portemonnaie wahrscheinlich in den nächsten Jahren sehr wehtun wird. Schauen wir doch mal auf so ein paar Bausteine der Internationalen Energieagentur, die Robert Habeck in seinem Bericht auch mit eingebaut hat, und gucken einfach mal, welche Bausteine zum Erreichen von Netto-Null-CO2-Emissionen 2050 dort aufgeführt werden und die uns auch konkret betreffen werden. Da haben wir zum Beispiel, dass dort aufgeführt wird, und das sind jetzt noch keine für Deutschland definierten Ziele, sondern das sind eben international definierte Ziele, dass ab 2025 keine fossilbetriebenen Heizungen mehr neu eingebaut werden sollen. Das bedeutet dann auch, dass alle die zum Beispiel jetzt im Moment noch eine Gasheizung oder eine Ölheizung bei sich zu Hause betreiben, in den nächsten wahrscheinlich 10, 15 Jahren, wenn sie ihre Heizung austauschen, dann definitiv ein Heizungssystem einbauen werden, das eben CO2-neutral arbeiten wird, also zum Beispiel eine Wärmepumpe. Bis 2030 oder ab 2030 soll der neue Standard für Energiestandard für Gebäude gelten. Der nennt sich dann Zero Carbon Ready. Das ist also ein Gebäudestandard. Wir kennen solche Energiestandards auch schon heute. Die nennen sich dann KfW 70, KfW 55, KfW 40. Das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr in den letzten Jahren ein Haus gebaut habt oder ein Haus gekauft habt.
Und ab 2030 soll dann dieser neue Standard europaweit gelten oder wahrscheinlich sogar weltweit gelten. Und dieser Standard soll dann die heute geltenden Standards um 80% unterbieten. 2030 sollen auch 60% aller verkauften Pkw elektrisch sein, aller weltweit verkauften. Das möchte ich hier sozusagen mit einem virtuellen Ausrufezeichen versehen. 60% aller weltweit verkauften Autos werden dann Elektroautos sein müssen, um diese Ziele zu erreichen. Der Zubau an Wind und PV wird weltweit über 1000 Gigawatt betragen. Eine Stilllegung aller Kohlekraftwerke ohne CO2-Abschneidung. Haushaltsgeräte zum Beispiel, die wir ab 2035 kaufen, werden wahrscheinlich nur noch den allerhöchsten Energiestandards entsprechen dürfen. Heute haben wir ja noch eine Varianz. Da kann man sich dann überlegen, naja, kaufe ich eher das etwas günstigere mit dem schlechteren Energiestandard oder das teure mit dem besseren Standard, so mal jetzt ganz pauschal ausgedrückt. Aber ab 2030 werden wir dann damit rechnen müssen, dass Haushaltsgeräte wie zum Beispiel Kühlschränke, Waschmaschinen, Spüler und so weiter und so fort nur noch den höchsten Energiestandards entsprechen werden dürfen. 2035 ist geplant, den Neuverkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor komplett einzustellen. 2040, ich springe mal ein bisschen, müssen 50% aller Bestandsgebäude Zero Carbon Ready sein. Also Wahnsinn, 50% aller Bestandsgebäude. 2045 50% des Wärmebedarfs aus Wärmepumpen. 2050 85% aller Gebäude Zero Carbon Ready und so weiter und so weiter. Also ihr seht schon, das sind gewaltige Aufgaben, die da auf uns warten und die erreicht werden müssen. Insgesamt natürlich basiert alles auf einem maximal beschleunigten Aufbau der erneuerbaren Energien und das, was Robert Habeck in seiner Eröffnungsbilanz drin zu stehen hat, entspricht etwa einer Verdreifachung bis Vervierfachung von all dem, was wir heute schon haben an Wind- und Solarkapazitäten. Und das wiederum bedeutet, dass es wahrscheinlich eher die Seltenheit sein wird, ein Haus ohne Solaranlage zu sehen und eher die Seltenheit sein wird, wenn man mal irgendwo durch die Landschaft fährt und kein Windrad sieht. Das heißt natürlich auch nicht, dass die gesamte Landfläche mit Windkraftanlagen zugebaut wird, aber 2% der Landfläche, das ist schon eine ganze Menge, das wird man schon merken. Und von daher werden wir uns also alle auf schon eine Veränderung unseres Landschaftsbildes einstellen müssen. Entscheidend ist natürlich, damit das Ganze funktioniert, das Ganze sozialverträglich auszugestalten und eine höchstmögliche Transparenz herzustellen. Das hat sich Robert Habeck ja vorgenommen. Und was bedeutet das jetzt konkret? Zum Beispiel, dass dieses Klimageld eingeführt wird, dass es eine Erhöhung des Mindestlohns geben könnte, um eben diese anfangs gestiegenen Kosten auszugleichen. Dass die EEG-Umlage abgeschafft wird, das soll schon 2023 passieren. Und dass insgesamt, und das finde ich aber an sich eine sehr gute Idee, es für Privatmenschen, also ihr und ich und wir alle, auch Möglichkeiten geben wird, in diesen ganzen Bereich unser privates Geld zu investieren. Denn das kann der Staat alles ganz alleine überhaupt gar nicht stemmen. Ja, ich hatte schon gesagt, zentrale Aufgabe wird der Ausbau der erneuerbaren Energien sein. In diesem Eröffnungsbilanz ist von 100 Gigawatt Wind und 200 Gigawatt PV die Rede. Professor Claudia Kempert hat in ihrem Podcast gesagt, das wird wahrscheinlich nicht reichen für den 1,5-Pfad. Da müssen wir eher von 150 Gigawatt Wind und ich glaube 350 Gigawatt PV ausgehen. Und das wird natürlich dann auch letztlich darin enden, dass man sich um Flächen streiten wird. Denn das ist sozusagen das große Problem. Die erneuerbaren Energien haben eben eine eher etwas geringere Energiedichte. Man braucht also große Flächen, um entsprechende Energiemengen zur Verfügung zu stellen. Und da werden wir mit Sicherheit in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch Jahren den ein oder anderen erbitterten Kampf um Flächen, zum Beispiel in Wäldern, zwischen dem Aufbau der erneuerbaren Energien und zum Beispiel Naturschutzverbänden sehen, die um wahrscheinlich jeden Quadratmeter dann entsprechend kämpfen werden. Was dann am Schluss und wie man sich am Schluss darauf einigt, das wird man sehen. Man hat ja beim Bau der Gigafactory in Grünheide schon gesehen, was da auch jetzt aktuell immer noch für Kämpfe sozusagen stattfinden, obwohl wir ja eigentlich alle das Gleiche wollen, nämlich die Lebensgrundlagen zu bewahren. Zum Thema Kohleausstieg gibt es in diesem Papier letztlich eine Aussage 2030. Damit das erreicht werden kann, ist also weitere Strukturwandelhilfen nötig. Wenn ihr also in einer Struktur, in einer Region wohnt, die von diesem Strukturwandel, von diesem Umbruch betroffen ist, dann werdet ihr sicherlich höchst daran interessiert sein, dass diese Maßnahmen tatsächlich auch umgesetzt werden. Strukturwandel heißt natürlich dann auch, dass zum Beispiel das ganze Stromsystem ein bisschen geändert wird. Also das ganze Strommarktdesign muss verändert werden.
So zum Beispiel dahingehend, dass lokal erzeugter Strom auch zum Beispiel von Nutzungsgemeinschaften, zum Beispiel Mehrfamilienhäuser, Nachbarn, genutzt werden können. Ich könnte mir also durchaus vorstellen, dass zum Beispiel hier, wir sind hier so eine kleine Reihenhausreihe, man sich vernetzt untereinander, PV überall drauf, vielleicht ein, zwei zentrale Wärmepumpen in Zukunft, also auch die Wärmenetze miteinander verbindet, PV alles miteinander verbindet, an einer Stelle vielleicht 30, 40 Kilowattstunden Speicher aufbaut, die Autos dazu, zwei, drei zentrale Wallboxen, so in die Richtung, und dass das eben alles dann auch möglich ist und nicht wie heute noch von allen möglichen Gesetzen und Vorschriften und was weiß ich, was alles irgendwie verhindert wird. Ja, Veränderungen, wie gesagt, wird es weiterhin geben, auch zum Beispiel durch den Bau von neuen Stromtrassen. Auch hier werden wir uns damit auseinandersetzen müssen. Da kann ich mich gut an meine eigene Kindheit erinnern. Wir haben direkt am Waldrand gewohnt in Bayern und ungefähr 200 Meter im Wald drinnen wurde eine Trasse gebaut für eine Hochspannungsleitung. Es gab erbitterten Widerstand, das war in den 70ern, bitteschön. Die Trasse ist dann gebaut worden, es ist dann in Anführungszeichen Schnee drüber gewachsen, und solche Dinge werden wir mit Sicherheit in Zukunft weiter erleben. Wir sehen ja auch heute schon, genau wie beim Ausbau der Windkraft zum Beispiel, was für lokale Widerstände auftreten. Aber letztlich müssen wir uns alle die Frage stellen, wenn wir Energie und Strom haben wollen, dann können wir nicht immer sagen, ja bitte, aber nicht bei mir bei mir auf dem Hof bitte nicht. Ich will weder das sehen, noch dieses sehen, noch sowas. Ich will das aber trotzdem warm, hell und gemütlich haben. Das wird halt so nicht mehr funktionieren, und darauf müssen wir uns alle ganz kräftig einstellen. Einstellen müssen wir uns auch auf Veränderungen wahrscheinlich in unserer Ernährung, denn es ist so, dass die Landwirtschaft nach wie vor einen großen Beitrag sozusagen, im negativen Sinne Beitrag leistet zu den CO2-Emissionen, zum Beispiel durch die Methanemissionen der Tierhaltung. Und ja, so viel Fleisch zum Beispiel, wie wir im Moment konsumieren, und die ganzen Emissionen, die damit und der Flächenverbrauch und der, was alles damit negativ verbunden ist, das wird höchstwahrscheinlich in Zukunft so dann auch einfach und schlicht und ergreifend nicht mehr möglich sein. Wir haben es hier ja auch in irgendeiner Art und Weise, das merkt ihr schon, mit gewissen planetaren Grenzen zu tun. Und dieser Begriff, der ist mir eigentlich in den letzten Tagen erst so richtig bewusst geworden, dass wir im Prinzip alle irgendwie über unsere Verhältnisse leben, und hier gibt es also letztlich keine ideologischen Grenzen, sondern hier müssen wir alle anerkennen, dass wir nicht nur aufgrund der steigenden Weltbevölkerungszahl, sondern einfach insgesamt alle über unsere Verhältnisse leben, und das auch noch sehr, sehr ungleich verteilt auf dieser Welt. Ich glaube, das muss ins Bewusstsein, und das wird sehr, sehr schwer für alle, aus dieser Wohlfühlecke rauszukommen und die ein oder andere Einschränkung oder Veränderung hinzunehmen und trotzdem natürlich sich trotzdem auf dieser Welt, auf diesem Planeten auch noch wohlzufühlen. Also keiner von uns will mit Sicherheit irgendwie aufs Baumhaus zurück. Gut, was soll jetzt also als nächstes passieren? Ja, ich habe schon gesagt, das EEG wird nochmal novelliert. Es wird also eine Erhöhung der Ausschreibemengen geben. Also es werden mehr Anlagen gebaut, mehr Wind-PV-Anlagen wird alles gebaut, soll gebaut werden, die erneuerbaren Energien erhalten dann den Status eines überragenden öffentliches Interesse und öffentlicher Sicherheit. Und damit werden diese Planungs- und Genehmigungsverfahren hoffentlich beschleunigt. Es wird ein Solarbeschleunigungspaket geben. Auch das hoffe ich zum Beispiel auch selber aus meiner eigenen Erfahrung, dass es einfacher werden wird, PV-Anlagen aufzubauen, in Betrieb zu nehmen, weil das ist einfach viel zu viel Bürokratie. Das Thema Mieterstrom hatte ich angesprochen, und Solarpflicht auf gewerblichen Neubauten finde ich in Ordnung. Es gibt viel zu viele Gewerbehallen in Güterverteilzentren, wo keinerlei Flächennutzung der Dachflächen vorhanden ist. Das ist natürlich ein Unding, das muss dringend verändert werden. Und bei den Privatbauten gibt es ja eine Formulierung, die dahin geht, dass das die Regel werden soll, dass auf privat gebauten Häusern Solaranlagen sind. Und wenn ihr zum Beispiel dabei seid, ein Haus zu planen, was ihr bauen wollt, dann sollte da eine PV-Anlage drauf sein. Es sollte zumindest dafür alles vorgesehen sein. Kabelschächte, Plätze für Wechselrichter, Speicher, all das sollte man mitdenken. Und das letztlich wird alles in die Finanzierung mit einfließen. Und wahrscheinlich wird es dann irgendwann so sein, stelle ich mir das zumindest vor, dass eben Neubauten grundsätzlich mit PV-Anlage angeboten werden und es gar nicht die Option gibt, sozusagen das wegzukreuzen. Das ist ja auch eigentlich klar, weil ich meine, wenn man es gleich macht beim Bau, ist es immer das Billigste. Alles, was nachträglich gemacht wird, ist immer kompliziert, teuer. Man muss die Kabel irgendwo verlegen, den Platz finden, bla bla bla. Und von daher finde ich das eine gute Idee. Aus meiner Sicht hätte es auf jeden Fall eine Vorrüstpflicht geben müssen.
Und damit es dann eben einfacher wird, wenn man es tatsächlich aus irgendwelchen Gründen nicht gleich macht, aber trotzdem später. Also hier hätte man vielleicht noch die Daumenschrauben ein bisschen härter anziehen müssen, aber mir ist natürlich auch klar, nicht jedes privat gebaute Haus ist für eine Solaranlage geeignet. So, dann Windenergie hatte ich schon gesagt. Hier wird es vor allem auf die Konkurrenz der Flächen und auch mit dem Artenschutz wird es noch erhebliche Diskussionen geben, aber irgendwo ist wahrscheinlich auch klar, nehmt es mir nicht übel, wenn man nicht wegen jeder Eidechse oder wegen jedem einzelnen Rotmilan, den man gesehen hat, Windpark verhindert. Das muss in Einklang gebracht werden. Ich bin natürlich sehr für den Artenschutz und Naturschutz, das ist klar, aber uns ist, denke ich, auch allen klar und das ist eben auch eine dieser Auswirkungen, die wir haben, dass wir wahrscheinlich alle, im wahrsten Sinne des Wortes, den einen oder anderen Tod sterben müssen. So hart das klingt, aber wir haben eben einen Umbau unserer gesamten Gesellschaft und vor uns, den sich eben viele, wahrscheinlich auch ich, mir noch gar nicht so richtig vorstellen können, was da eigentlich auf uns tatsächlich zukommt. Ja, Senkung des Strompreises, EEG-Umlage hatte ich gesagt. Klimaschutzverträge mit der Industrie sollen ausgehandelt werden. Das ist noch nicht vollständig ausklamüsert, was da jetzt genau damit gemeint ist. Ich hatte es auch schon angesagt, in den Zielen der oder in den Bausteinen der Internationalen Energieagentur kam es schon vor, hier für Deutschland sollen bereits 20, 30, 50% der Wärme aus erneuerbaren Energien kommen. Das ist echt eine harte Aufgabe. Und ja, der Wasserstoffausbau soll beschleunigt werden. Und auch das ist wieder zum Beispiel etwas, was wir eben dann auch im Alltag sehen werden. Es wird eben diese Anlagen geben, es wird Pipelines geben, es werden Transporter auf den Straßen unterwegs sein. Und damit möchte ich es auch an der Stelle belassen, sozusagen einen Blick in diese Eröffnungsbilanz mit dem Versuch, sich vorzustellen, wie unsere Umwelt und unser Leben dann sein werden. Das gelingt natürlich in so einem Video nicht, aber eins ist klar, es wird massive Veränderungen geben, es wird quasi kein Stein auf dem anderen bleiben. Daraus ergeben sich aber auch massive Chancen. Das sollten wir auf gar keinen Fall außer Acht lassen. Alles, was das Thema Arbeitsplätze, Fortbildung, Forschung und so weiter angeht, sollten wir uns nicht durch die Hände rinnen lassen. Wie gesagt, dieses Landschaftsbild, was wir kennen, wird sich verändern. Mir fällt das heute schon auf, wenn ich in der Autobahn unterwegs bin und links und rechts teilweise über Kilometer Solarfelder sehe. Das verändert einfach die Landschaft. Bei Windparks ist es genau das Gleiche. Aber vielleicht hat es ja auch vieles, vieles Gutes. Und ich glaube, die Veränderungen, die werden ein, zwei Generationen dauern. Und dann klappt die Sache schon. Von daher bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass das funktioniert. Jetzt bin ich natürlich mal auf eure Meinungen dazu gespannt. Wie sieht es aus, Windparks oder Atomkraftwerk? Ich überspitze das jetzt mal. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es ruhig bitte unten in die Kommentare. Und wenn euch gefällt, was wir für euch hier machen, dann lasst uns doch einen Daumen da. Lasst einen Daumen nach oben da, das auf jeden Fall. Und ein Abo dalassen und den Daumen geben. So muss es heißen. Und vielleicht sogar die Glocke anklicken. Das findet ihr irgendwo, glaube ich, hier oder was hier. Müsst ihr mal gucken. Irgendwo hier unten ist so eine Glocke, da könnt ihr auch draufklicken. Macht es mal, denn dann werdet ihr immer informiert, wenn wir für euch ein neues Video gemacht und hochgeladen haben. In dem Sinne, ich träume jetzt noch ein bisschen darüber, wie es in 10 Jahren aussehen wird und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Ciao!